Hoi und herzlich willkommen zu diesen Kurzvideos, wo wir miteinander auf eine Reise gehen, um Gott zu entdecken. Innerhalb weniger Minuten werden wir grosse Fragen stellen und wertvolle Schätze ausgraben. Es soll dich dazu anspornen, nachzudenken. Und es soll dich ermutigen, um weiter zu graben und noch mehr zu erfahren von unserem grossen Gott. Gibt es die eine Wahrheit? Diese Frage wird in der heutigen Zeit oft mit Nein beantwortet. Es gibt keine allgemeingültige Wahrheit. Stell dir mal vor, es gibt eine Schlichtungsbehörde, die sich zum Ziel setzt, allen Beteiligten immer Recht zu geben. Zu dieser Schlichtungsbehörde möchtest weder du noch ich gehen, weil wir wissen, wir kommen nicht zu unserem Recht. Aber wenn es keine allgemeingültige Wahrheit gibt, so müssen wir allen Menschen immer Recht geben, weil jeder Mensch lebt nach seiner eigenen Wahrheit, nach seiner eigenen Moralvorstellung. Doch du gehst mit mir wahrscheinlich einig, dass es irgendwo eine übergeordnete Moralvorstellung gibt. Zum Beispiel wissen wir, dass Töten schlecht ist. Oder dass Rassismus keinen Platz in unserer Gesellschaft haben soll. Wenn es aber eine übergeordnete Moralvorstellung gibt, gibt es echt auch eine übergeordnete Wahrheit, eine allgemeingültige Wahrheit? Um sich diese Frage zu stellen und damit auseinanderzusetzen, braucht es Mut. Und es fängt nicht an bei dir oder bei mir auf dieser Suche nach Wahrheit, sondern wir müssen dort anfangen nach etwas Übergeordnetem. Die Bibel beansprucht von sich, das Wort Gottes zu sein. Gott selber spricht, redet durch die Bibel zu uns Menschen. Und sie beansprucht, wahr zu sein, Wahrheit zu vermitteln. Es braucht Mut, sich mit der Bibel auseinanderzusetzen. Aber es geht dabei nicht um Religion, sondern es geht um die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, die Bibel, die ist alt, die ist verstaubt. Das ist ein Märchenbuch für Leute von vorgestern. Doch wenn wir die Bibel aufschlagen und darin lesen und forschen nach Wahrheit, so werden wir immer wieder überrascht. Da bin ich überzeugt davon. Vielleicht kennst du den Film Braveheart, eine erstklassige Verfilmung vom Freiheitskämpfer von Schottland, von William Wallace. Der Film hat eine riesige Story, hat einen Höhepunkt und am Schluss schaut es weiter, wie die Leute in die Zukunft gehen. Die Bibel hat einen roten Faden. Von Anfang bis am Ende. Aber es ist mehr als einfach Hollywood. Die Bibel hat mit unserem eigenen Leben zu tun. Sie spricht in dein und in meinen Alltag ganz persönlich und direkt ein. Lasst uns das Big Picture, den roten Faden der Bibel, mal anschauen. Am Anfang der Bibel lesen wir, wie Gott die Welt geschaffen hat. Dort steht in Kapitel 1, Vers 26, Gott sprach, lasst uns Menschen machen, unser Ebenbild, uns gleich sollen sie sein. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel am Himmel, über das Vieh und die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Boden. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf dem Boden kriechen. Wir sind geschaffen, wir sind geliebt und wir sind beauftragt. Es ist kein Zufall, dass du lebst, dass Gott dich geschaffen hat. Er liebt dich und dein Leben hat Sinn. Bei den ersten Menschen war es so, wie auch wir heute, wir haben einen freien Willen. Und die ersten Menschen, die hier beschrieben werden, am Anfang der Bibel, die haben den freien Willen dazu gebraucht, um zu sagen, wir brauchen dich nicht, Gott. Wir wollen nicht mit dir unterwegs sein, wir wollen unser eigener Chef sein.
Das hat zu einem Abbruch geführt von dieser Beziehung zwischen Gott und uns Menschen. Es war geprägt von Selbstüberschätzung der Menschen und von einem Auflehnen gegenüber Gott. Und das hat den Bruch zwischen Gott und Mensch unglaublich tief gemacht. Unüberwindbar für uns. Die Beziehung ist kaputt gegangen. Aber Gott ist nicht stehengeblieben. Er hat gesagt, ich wähle mir ein Volk aus auf dieser Erde und will ein Statement setzen. Das war das Volk Israel. Und er hat gesagt, durch das Volk will ich die ganze Erde, alle Menschen segnen. Im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, lesen wir, wie Gott ganz eng mit dem Volk unterwegs war. Aber auch sein Volk hat sich aufgelehnt gegenüber Gott, hat nichts von ihm wissen und hat sich immer wieder selber überschätzt. Doch Gott hat nicht aufgegeben, er hat alles gegeben für uns und hat gesagt, hey, und ich stehe jetzt selber in den Bruch ein zwischen mir und den Menschen. Und so ist Jesus Christus, Gott selber, Mensch geworden. Um in den Bruch zwischen uns und Gott einzustehen und die Beziehung zwischen dir, zwischen mir und zwischen Gott wieder herzustellen, wieder ganz zu machen. Wir lesen im Neuen Testament, im Philipperbrief, Kapitel 2, folgendes. Er, da redet die Bibel von Jesus Christus, er war von göttlicher Gestalt, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, wie ein Dieb an seiner Beute. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem dem Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod. Ja, bis an den Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn hoch erhöht. Er hat ihm den Namen verliehen, der hoch über allen Namen steht. Denn vor dem Namen von Jesus soll sich jedes Knie beugen. Im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Wir Menschen sind ohne Gott verloren. Die Beziehung ist nicht mehr möglich. Doch Gott stellt in Jesus Christus eine Möglichkeit dar, wieder in die Beziehung mit dir zu kommen. Er öffnet uns einen Weg zurück zu ihm. Wir sind geschaffen, wir sind geliebt und wir sind beauftragt von Gott. Gott, der dich liebt, wartet nur darauf, dass du ihm wieder ganz neu vertraust und dich zu ihm umkehrst und sagst, hey, ja, da habe ich Auflehnung gegen dich gehabt, da habe ich mich selber überschätzt, da habe ich Sünde in meinem Leben und ich will sie dir ablegen und ich will in die Beziehung mit dir, Jesus Christus, eintauchen. Genau von dem handelt die Bibel. Das ist das Big Picture der Bibel. Und ich möchte dir zum Schluss eine Frage stellen. Was, wenn das alles wahr ist?